Und da sind wir wieder zurück zu, ja, ist wieder dabei, zu Puppet Dance Performance. Als allererstes sei gesagt, ich habe ein bisschen gelevelt, also ein bisschen, nicht wirklich viel. Nasrin und Shen sind jetzt auf Level 30, weil unser nächster Gegner nämlich ebenfalls auf Level 30 sein wird. Ja. Krasser Levelunterschied auf jeden Fall, und auf Level 30 passiert was ganz Besonderes, nämlich können wir den Style unserer Puppen changen. Das sieht dann so aus. Edit Style Change ist ab Level 30 verfügbar. Da kann man sich hier so Sachen aussuchen und dann verändern sich die Werte und der Typ teilweise auch. Wir haben hier bei Nasrin jetzt die Auswahl zwischen Speed und Defense. Was ich nehmen werde. Erdegift. Mal schauen, was nehme ich denn? Tada. Ich gehe auf Speed. Ja, ich gehe auf Speed mit ihr. Style Change! Jetzt haben wir Nasrin von Typ Speed. Sehr gut. Killing Bite. Will always critical hit. Okay, dafür aber nur eine Genauigkeit von 90. Ist halt trotzdem besser als das hier. Würde ich mal behaupten. Okay. Und das gleiche haben wir auch noch mit Shen. Style Change, Speed oder Assist. Wind, Erde. Oder nur Wind. Mal schauen. Du. Einmal Speed haben wir schon. Deswegen würde ich mal sagen, ja, würde ich mal sagen, wir nehmen nochmal Speed. Style Change. Sehr gut. Lightning Speed. Okay. Ah, interessant. Können wir das irgendwo einsetzen? Ja. Machen wir mal hier. Gut. Hätten wir das soweit. Ach ja, und Reinforced Stats, da haben wir auch noch ein paar Punkte zu vergeben. Jetzt auf Speed. Machen wir dich doch mal zu einem richtig krassen Attacker. Ja, alles vollpumpen. Und dann geben wir die noch ein bisschen Defense. Die zwei Punkte da. Das gleiche machen wir jetzt natürlich auch mit Nasrin. Ja, ein bisschen Vorbereitungszeit. Hier ist aber wichtig. Reinforce Stats. Focus Attack. Aus dir mache ich mal einen Defense-Typen. Und das noch Focus Attack. Jo. Aber Rika kommt an die Spitze. So, meine Güte. Genug Vorbereitung hier. Rika kommt auf jeden Fall an die Spitze erstmal, denn soweit ich mich richtig erinnere, fängt unser nächster Gegner. Ich sag den Namen noch nicht, weil es ist ja so eine große Überraschung. Kann sich ja garantiert keiner denken, wer denn der Gegner sein wird. Und erstmal klaue ich hier alle möglichen Sachen. Beziehungsweise nehme sie einfach mit, weil ich darf das. Ja. Ich glaube, wie lang? Genau. Ah, da bist du ja. Nun, es ist so, wie du es sehen kannst.
Wie ich schon sagte, ich will, dass du hier dem Ganzen ein Ende setzt. Ich möchte, dass du die Weißhaarige aufhältst. Ihr Name ist Fujiwara no Moko und sie ist der natürliche Feind unserer Prinzessin. Sie ist ziemlich stark, aber ich denke, du wirst in Ordnung sein. Nun, bevor noch mehr Schaden entsteht, lass uns anfangen. Ja. Was, du stellst dich mir in den Weg? Egal wie du es auch betrachtest, du bist keine Herausforderung für mich. Aber gut, ich muss nur jeden aus dem Weg räumen, der irgendwie was von mir will. Ich werde mich nicht zurückhalten. Ja. Laber du nur. Moko. Ja, und die Level sind schon ein bisschen höher als bei den ganzen anderen Leuten. So 27 direkt mal. Playing with Fire. Man. Sehr gut. Ja, ich bräuchte mal eine stärkere Feuerattacke. Das wäre ganz praktisch. Sehr gut. Riga geplättet. Dann kommt jetzt Futo. Da wechseln wir auf Nue. Warum auch nicht? Weil Bubble Orb und so macht nicht allzu viel. Struck by Lightning. Ja genau, Critical Hit. Du mich auch Critical Hit. Und Moko. Ja, Level 30, wie gesagt. Ihr Style ist aber, glaube ich, noch nicht gechanged worden. Da steht immer noch Normal. Trotzdem ist sie stark genug, um so ziemlich jeden von meinen Leuten zu one-hitten. Genau, mit Firewall. Das, wie gesagt, dürfte stark genug sein, um alle meine Leute zu one-hitten. Ausnahmslos. Wahrscheinlich. Ja, Moko ist ein bisschen overpowered und so. Erstmal Raid, weil das hat Prio. Und dann noch ein Prank. Halbiert ihre ihre aktuellen KP. Und Firewall und ich bin weg. Nein, wow, Chen, du überlebst sogar. Wind Wave. Wow, sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass Chen das überlebt. Hat sie aber auch nur, weil sie Level 30 erreicht hat mit dem Style Change, wie man gesehen hat. Ziemlich krasse. Die Stats werden ziemlich krass aufgeboostet. Hat man ja gesehen. Und ansonsten wäre sie von der Attacke garantiert gewone-hitted worden. Ich habe voll verloren. Ja, ich gebe auf. Ich bin sowieso nicht mehr in der Stimmung dafür. Nun, okay. Ja, sieht so aus, als hätte ich ein bisschen übertrieben. Ich hau mal ab und gehe zurück in den Bambuswald. Komm mal vorbei, wenn du irgendwas brauchst. Ich würde mich über ein weiteres Match mit dir sehr freuen. Ja, tschüss. Warte, Moko, das ist noch nicht vorbei. Das ist genug, Prinzessin. Vielen Dank für deine Hilfe. Du, ja, irgendwie haben wir das geregelt. Wir stehen in deiner Schuld, Rika. Wir sollten dich irgendwie belohnen, hä? Du möchtest das ausleihen, was wir neulich vom Korindo gekauft haben? Ja, wir sind damit fertig, also habe ich nichts dagegen. Yay! Woodcutter Doll. Und das ist ein, ja, Tool, mit dem du Bäume zerschneiden kannst. Ja, du kannst haben. Ich denke, dass du es besser einsetzen wirst als wir. Nun, ich werde das mal alles aufräumen hier. Rika, ich sehe, bist du auf einer Reise. Du wirst also als nächstes zum Skull Devil Menschen gehen. Und dann werde ich den Hasen sagen, dass sie dich hier raus eskortieren sollen. Wenn du Hilfe benötigst, sprich einfach mit dem Hasen draußen. Pass auf dich auf.
Ja, ist ja gut. Du, du, da, da. Und Yoko, du musst unbedingt mal an die Spitze gesetzt werden. Du bist erst auf Level 25, das ist nicht gut. Okay. Hätten wir das soweit. Ist hier noch was? Ja, was ich sehr schön finde an diesem Spiel ist, dass man ja, keinen VMs irgendwie beibringen muss und damit Attackenslots verschwendet, sondern man hat halt dieses Tool und das ist sehr praktisch. So sollten sie es in Original-Pokémon-Spielen auch mal lösen. Viel, viel klüger als alles, was sie sonst so abziehen. So. Ja, bitte. Heilen meine Leute. Leute fürs Saubermachen rekrutieren? Ich habe keine Lust. Das war irgendwie zu erwarten von dir. Tay, du bist eine faule Socke. Aber da habe ich nichts gegen, ich bin ja schließlich selber auch eine faule Socke. Also hauen wir einfach mal ab. Ey, du kannst mich rausbringen, wa? Also, du bist Rika. Ich habe das von Lady Yagokoro gehört. Soll ich dich aus dem Baumswald rausbringen? Ja, bitte. Okay, bitte pass auf, dass du nicht von mir getrennt wirst. Wir sind da. Wenn du nochmal Hilfe brauchst, sag mir Bescheid. Und yay, da kommt Marissa. Marissa. Hallo. Was ein Zufall, dass ich dich hier treffe, Rika. Wie es aussieht, bist du auf deinem Weg, hä? Ich habe einige Sachen gehört. Du bist bei Aerol in Aintay gewesen, um da Zeug zu machen, ne? Ich habe, ja, einen Auftrag von Kane, was? So hat sie es dir anvertraut. Das bedeutet, du bist stärker als vorher, oder? Da wir schon mal hier sind, lass uns einen Kampf austragen. Lass dich teste deine Fähigkeiten. Also, los geht's. Ja, Rematch mit Marissa, das heißt, ich kann jetzt auch die Fresse geben. Oh yeah. Oh, Alice. Na toll, Alice. Großartig, danke. Ich glaube, das hat nicht viel Effekt, oder? Alice war vom Typ Stahl. Genau. Und schießt mir jetzt die Nadel ins Gesicht. Und Spread Attack. Größer geworden. Sehr schön. Na gut, versuch Rika mal ein paar Nadeln ins Gesicht zu drücken. Der macht das nämlich gar nichts. Typ Stahl, Feuer. Das ist absolut ineffektiv. Und Blame Fire. Bam. Ich brauche eine stärkere Feuerattacke. Au. Was machst du da alles? Nichts Nettes, wie mir scheint. Und tschüss. Patchouli! Hallo! Heilen wir uns doch erstmal. Ich weiß nämlich nicht so ganz, was Patchouli kann. Sie kann alle möglichen Elemente benutzen, logischerweise. Vier. Ha! Vier geheilt. Wen soll ich gegen Patchouli einbringen? Ich versuch's mal mit Shen. Da 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 da. Wow. Du machst ganz schön Schaden, Patchy. Autsch. Ja, wie gesagt, sie kann alle möglichen Elemente benutzen. Okay, ich bin gestoppt. Ist schon mal nicht gut. Nue. Kannst du irgendetwas gegen die übermächtige Patchy ausrichten? Ja, ein Creepvolt bringt dir jetzt nicht viel. Ach, schöne Musik. Struck by Lightning. Just Flare. Das ist normal effektiv. Ja, Patchouli ist glaube ich vom Typ Void und kann halt wie gesagt einfach mal alle möglichen Elementattacken erlernen. Ziemlich cool eigentlich.
Starflayer. Aggressity down. Alter, was machst du noch alles, Melissa? Ja, genau. Skill failed, natürlich. Versuchen wir nochmal. Jetzt wechseln natürlich wenig Sinn und Melissa ist auch schon Level 30. Royal Prism. Bam. One-shotted. Von einer kleinen Maus. Ui, Rika kann jetzt auch ihren Style changen. Ja, ich hab... Ja, hab nicht aufgepasst. Ich hätte nicht gedacht, dass du so stark geworden bist. Wie auch immer, wo gehst du als nächstes hin? Skull Devil Menschen? Alice hat dir das gesagt. Okay, dann gehe ich da auch mal hin. Ich werde stärker werden, sodass ich nicht nochmal so verlieren werde. Okay, tschüss. Oder auch nicht. Ach ja, das war ein Gefallen für Kane dieses Mal, oder? Wenn das so ist, du möchtest du vielleicht nochmal zur Schule gehen, bevor du zum Skull Devil Menschen gehst. Sie hat bestimmt irgendwas Interessantes für dich. Dieses Mal gehe ich wirklich. Bis später. Tschüss, Melissa. Rika. Wow, Stopped hält sogar an nach dem Kampf. Interessant. Also bei Stopped, wenn man gestoppt ist, kann glaube ich gar nichts mehr machen. Ist quasi ein bisschen wie eingefroren sein. Style Change, was haben wir? Speed und Power. Okay, Power will ich nicht. Wegen dem Elektro-Typen allein schon, weil ich habe schon Elektro bei Null mit drin. Sie ist schon Elektro. Und ich möchte auf jeden Fall den Feuertypen behalten. Ja doch, den Feuertypen möchte ich gerne behalten. Deswegen kommt Power nicht in Frage und wow, das gesamte Team ist anscheinend total auf Speed ausgelegt. Nur Power, boah, Spread Attack 105, ETF. All-Type Skills, wie ganz schwierig ist. All-Type, der Power ist Boost bei 30%, wow. Mehr HP hast du hier, mehr Power. Dafür ist eh dein Defense wesentlich höher. Focus Attack. Dein Focus Defense. Speed ist also eher auf Verteidigung ausgelegt. Und du bist trotzdem arschlangsam. Ich möchte den Feuertypen behalten eigentlich. Obwohl Feuer ist gut gegen hauptsächlich Pflanze und Stahl. Gegen Stahl kann ich auch die Bodenattacken von Nasrin einsetzen und gegen Pflanzen auch die Windattacken von Chen. So wichtig ist der Feuertyp also nicht unbedingt. Und wenn sich die Schadenswerte hier mal anschaut, HP ist besser, Speed Attack ist, Spread Attack ist besser, Focus Attack ist auch besser. Focus, okay, Spread Defense ist hier wesentlich höher, aber naja. Spread Defense und Focus Defense beide höher. Also ist also mehr Verteidigung und ein bisschen schneller und das ist halt wirklich boah, krasser Angriff. Ja, ich nehme Power. Komm. Yes. Hast du neue Skills? Charge Stealing. Recover your HP by half of the damage inflicted. A spread attack. Bolt Attack. Das war Bolt Attack nochmal. Ah, da ist eine Maus auf Paralyse. Eigentlich ziemlich cool, möchte ich eigentlich behalten. Ja, Feuer rausnehmen? Jetzt schon. Steel-Typ hast du behalten. Also ist Fokus, das ist nicht so gut. Ich klatsch das hier mal dafür raus. Und dein Spread Attack ist schon so ziemlich gut.
Ich werde deswegen deinen Focus Attack mal boosten. Ja genau, von 65 einfach mal auf 84. Das klingt doch gut. Und dann kann ich noch 2 Punkte rein investieren. In... Ja komm, Spread Attack. Okay. Gut, nachdem wir das alles hätten, fehlt noch ihr beide mit eurem Style Change. Jo, jetzt haben wir nochmal Elektron, kein Feuer mehr. Aber wie gesagt, Feuer können wir ausgleichen mit Shen und Nasrin. Obwohl Stahl jetzt ein kleines Problem sein könnte, weil Nasrin selbst anfällig... Nee, gar nicht, sie ist gar nicht anfällig gegen Stahl, was laber ich für einen Unsinn. Stahl ist weiterhin kein Problem, Bodenattacken von Shen, ja doch. Das gefällt mir doch einigermaßen gut. Fahrrad, Taste war hier. Ja. Komm, gehen wir hier hin. Und dann war es das für die Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.